So, jetzt ist es soweit. Kommt mit. Werde zum Gewinner 1.0. Einen wunderschönen guten Morgen, ihr Lieben. Ja, wir sind im Gemeindesaal. Alles ist vorbereitet für Werde zum Gewinner 1.0. Ich freue mich wahnsinnig. Hier, so sieht das aus. Richtig cool. Es wird ein richtig genialer Tag mit sehr viel Emotionen, mit sehr viel geballter Ladung, Motivation, Inspiration. Ich freue mich drauf und im nachfolgenden schaut es unbedingt bis zum Ende. Dann seht ihr ein paar Eindrücke vom Seminar. Deswegen viel Spaß beim Anschauen. Hier sind ein paar Eindrücke. Meine Mama ist noch fleißig gerade am Vorbereiten. Und ja, ich mache mich jetzt auch noch mal ganz kurz frisch und dann geht's schon los. Viel Spaß und bis zum Ende schauen. Und tschüss! Macht's. Macht's einfach. Ihr macht das nicht für mich, ihr macht das für euch selbst. Und wie viel wollt ihr in euch selbst investieren? Wie viel seid ihr euch selbst wert? Wie viel oder wie sehr wollt ihr euren Selbstwert steigern? Wie sehr wollt ihr euer volles Potenzial leben? Das ist so krass. Es ist nämlich unsere eigene Premiere, was wir selbst daraus machen. Und das sollte uns mal wirklich bewusst werden. Nicht ständig immer zu nörgeln, zu machen, zu tun, sondern einfach das Leben so zu gestalten, wie man es wirklich haben will. Ich habe dann da auch gut performt und wurde tatsächlich ins Deutschland-Team für 2014 mit aufgenommen in der Performance Schauspiel und Tanz. Er hat gespielt. Er hat das Leben gespielt. Mhm. Spaß hatte er dabei und er hat vollen Einsatz geleistet in seiner Begeisterung, in dem, was er tat. Er hat geliebt, was er tat. Er steckt so voller Lebenskraft, voller Erfolgssinn, voller Freude, etwas wirklich zu erreichen und durchzuziehen. Diese Persönlichkeit, die hatte vielleicht auch Herausforderungen. Die hat aber gesagt, Mensch, ich gehe den Weg. Ich gehe und ziehe das durch, ohne Wenn und Aber. Wollt ihr wissen, wer die Persönlichkeit ist? Ja? Dass ihr wirklich euch motiviert mit diesem Satz. Und wenn ihr immer wieder klingt, und dann geht die Motivationsmotor geht dann an und ihr seid dann wieder voll motiviert. Was ist euer Satz? Was ist euer persönlicher Motivationssatz, der dich motiviert, weiterzugehen? Und eins. Atme nochmal ein und sammle deine ganze Power, die in dir ist. Zwei. Öffne deine Augen. Und drei. Setze deinen Anker und freu dich. Hab die größte Lebensfreude, die in dir ist. Hab die größte Lebensfreude. Du kannst alles schaffen, was du willst. Steh auf und sag es dir. Ich schaff das. Ich bin gut. Ich schaff das. Ich bin gut.